Ich bin Stefan Kleiner, ich bin hier Vertreter für Menschen mit Behinderungen an der Hochschule Geisenheim. Ich heiße Mustafa Selim und ich bin der Integrationsbeauftragte an der Hochschule Geisenheim. Mustafa, wie sieht hier deine Arbeit hier an der Hochschule aus? Was machst du da als Integrationsbeauftragter? Ja, wie der Name sagt, Integration. Ich versuche Studierende, die aus dem Ausland kommen, einfach in ihrem Alltagssituation zu helfen, weil ich bin selber als Migrant, als ich neu nach Deutschland gekommen bin, hatte ich auch solche interkulturelle Probleme gehabt und deswegen versuche ich einfach, die Studierenden dabei zu helfen. Und du? Was machst du? Wir sind vor allem für die Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule zuständig, die Fragen zu ihrer Behinderung haben, die rechtliche Fragen haben, wie können sie weiterkommen, wo können sie Hilfe bekommen, wir weisen sie darauf hin und unterstützen sie dabei. Und dann auch ein großer Bereich ist, den Arbeitgeber selber zu beraten, in Präventionsmaßnahmen, in verschiedenen Gremien mitzuarbeiten, die Themen behinderter Menschen betreffen, vor allem jetzt bei den Neubauten die Barrierefreiheit zu beachten, dass die eingehalten werden. Ja. Wie ist das dann im Alltag? Kommen die Leute da auf dich zu? Gibt es da Berührungspunkte oder wie sieht das aus? Also normalerweise, ich arbeite ganz eng mit dem International Office, weil die meisten von den Studierenden, die müssen über das International Office auch sich registrieren und da, wenn irgendein Problem da gibt, dann natürlich ruft mich das International Office an und dann komme ich halt, aber auch durch die Webseite können einfach die Leute auch mich erreichen. Und bei dir? Ja, bei uns ist das so, also die Leute kommen auf uns zu. Gibt es da auch in deiner Arbeit noch Punkte, wo da was ganz humorvoll ist, was du sagen kannst, dass es was Lustiges passiert? Oder? Auf jeden Fall. Also ohne Humor geht es nicht in meiner Arbeit, weil ich arbeite ja mit verschiedenen Kulturen und da kommt immer interkulturelle Missverständnisse und man muss einfach mit Humor und Verständnis damit umgehen. Und bei dir braucht man auch Humor? Ja, Humor. Aber man muss selber humorvoll sein, um da verschiedene Meinungen und Spannungsfelder, um einen Ausgleich zu finden, das ist ja unsere Aufgabe, Kompromisse zu finden, dass man gemeinsam zu einer Lösung kommt. Und die Hauptsache, die wir prägen, ist nicht die Praxis nicht schließen von den Leuten aufklären. Weil die meisten Probleme entstehen dadurch, weil man schwer nachvollziehen kann, was für eine Behinderung, für Notwendigkeiten entsteht im Alltag, was gebraucht wird. Und das zu überwinden, das ist so eine Hauptaufgabe, die wir da machen. Ja, sehr schön. Ja. Was bedeutet für dich Vielfalt? Ja, Vielfalt ist für mich, dass einfach verschiedene Kulturen und verschiedene Nationen zusammenleben und natürlich auch, wie gesagt, mit Verständnis und dass sie einfach Toleranz haben, weil das ist ja ganz wichtig. Und bei dir? Ich finde, dass wenn viele Menschen mit ihren eigenen Charakteren zusammenkommen, jeder mit seiner eigenen Art, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, auch Reibungsflächen und daraus entsteht Neues, neue Ideen, man kann neue Wege beschreiten, man muss sich selbst immer wieder reflektieren, was ist meine Vorstellung, passen die noch? Kann ich die anpassen und so. Und dieses permanente Lernprozess, das finde ich schön an der Vielfalt. Ja, wie kommt man mit dir in Kontakt, wenn man mit dir reden will? Also wie gesagt, entweder direkt durch die Webseite, wenn die Leute einfach wissen, dass es einen Integrationsbeauftragten gibt oder einfach durch das International Office. Und ich glaube, sie sagen das auch besonders die Leute, die aus dem arabischen Länder kommen, da ich ja selber auch Arabisch kann. Ist eine meine Muttersprache eigentlich, deswegen, sie sagen auch einfach im International Office, dass es jemand aus Ägypten da ist und wenn sie Probleme mit der Sprache haben, besonders diejenigen, die noch kein Deutsch können am Anfang, dann können sie gerne zu mir kommen und da helfe ich dir einfach bei der Sprache. Und bei der Information rund um unsere Fragen finden wir auf der Website von der Hochschule, wir haben da eine eigene Website, da sind die Personen einzeln vorgestellt. Die Hauptvertrauensperson ist die Constanze Holschi. Die Hauptansprechpartnerin und vier andere Stellvertreter. Und da sind auch nochmal unsere Aufgaben, Tätigkeit und ein paar wichtige Links und nach außen zum Integrationsamt zum Beispiel alles verlinkt. Das wäre der erste Punkt. Und da sind auch die Kontaktadressen, wie man uns in Kontakt treten kann. Okay. Tolle Arbeit, Ja, vielen Dank, Mustafa. Danke, danke dir auch.